Es ist gut, Träume zu haben, es ist gut, Visionen zu haben, aber es ist noch besser, in der Realität zu sein. Beispielsweise, wenn du einen Traum verfolgst, du willst unbedingt ein Fußballstar sein, du spielst jeden Tag Fußball, du gibst alles, du machst alles für diesen Traum, ja? Du willst jetzt unbedingt der nächste Neymar, oder ich kenne mich mit Fußball nicht aus, ich mache nur Beispiele. Du willst der nächste Neymar werden oder was weiß ich, Messi. Und spielst und machst denen alles nach und machst und bist richtig gut. Du weißt, dass du richtig gut bist, aber du weißt auch, dass da, wo du herkommst, du einfach nicht erfolgreich werden kannst, weil es dir vielleicht keiner gönnt oder dich keiner unterstützt oder keiner so an dich glaubt wie du an dich. Dann musst du zu dir ehrlich sagen, okay, vielleicht muss ich gerade diesen Traum nach hinten schieben. Gib niemals deine Träume komplett auf. Nur manchmal müssen wir zu uns ehrlich sein und sagen, okay, es macht gerade keinen Sinn. Es bringt mich nicht weiter. Es bringt mir kein Geld ein. Es ist nicht so, wie ich mir es vorstelle. Ich weiß, ich werde immer besser. Aber vielleicht sollte ich das einfach nur als Hobby sehen, wirklich. Und dann mich umorientieren und dann vielleicht kommt so der finanzielle Erfolg. Weil finanzieller Erfolg ist nicht immer, kommt nicht immer mit den Dingen, die dir wahrhaftig Spaß machen. Du brauchst, ich habe mal so ein geiles Bild gesehen. Das war damals noch, wo ich Social Media noch normal hatte, wie jeder andere so. Mittlerweile nutze ich es ja nur noch und lasse mich nicht mehr benutzen. Vorher habe ich mich benutzen lassen, habe ich so ein Bild gesehen. Du brauchst fünf Hobbys in deinem Leben. Eines, das dir Spaß macht, eines, das dich irgendwie erfüllt oder sonst irgendwas. Da waren halt so Auflistungen. Eines, das dich reich macht, also das dir Geld bringt und lauter so Dinge. Und das bin ich mir halt immer mehr am Aufbauen wirklich, habe mein Kampfsport beispielsweise, wo ich meinen Ausgleich habe. Ich will hier nicht zu viel jetzt von mir erzählen, aber ich habe meinen Kampfsport. Dann versuche ich oder bin ich dran mit der Selbstständigkeit. Ich kann viele Dinge. Ich kann alles tun, was ich will, weil ich habe viele Talente und deswegen gehe ich jetzt auch immer mehr der Selbstständigkeit nach. Das ist mein Weg, muss nicht deiner sein, nur du musst dir im Klaren sein, dass du zu vielem imstande bist, auf jeden Fall. Und deswegen bleib nicht fixiert mit einer Sache, die dich erfüllt. Behalt diese Sache bei dir, aber geh immer weiter, lerne immer mehr, sei nicht schüchtern für neue Erfahrungen, sei immer offen für Neues, sei immer bereit, in tiefe Gewässer einzutauchen und wirklich in neue Erfahrungen reinzugehen. Auch wenn du ganz alleine bist, das ist egal. Auch wenn dich niemand unterstützt, auch wenn keiner an deiner Seite ist und dich anfeuert und sagt, ja, zieh durch. Du musst es für dich selbst machen. Mach neue Erfahrungen, sammel neuen Input und lerne so aus deiner Erfahrung, aus deinem Leben. Und strive for more. Das war schon immer meine Denkweise. Ich habe schon immer für mehr hinarbeitet. Ich habe nicht nur ein Ziel, ein Traum, eine Vision. Ich habe mehrere Visionen. Ich habe mehrere Ziele. Ich habe mehrere Träume. Wenn der eine kaputt geht, habe ich trotzdem noch den nächsten. Und wenn du so bist, es geht immer weiter. Du bist ein Mensch. Always moving forward. Nix hält dich auf und du gibst Gas und du gehst immer nach vorne. Was soll kommen? Was soll dich aufhalten? Was soll dich von deinem Weg abbringen, wenn du immer wieder nach vorne Gas gibst? Deswegen hör niemals auf, an dich selbst zu glauben, auch wenn ein Traum nicht in Erfüllung geht. Sieh dann, was du daraus alles gelernt hast und nutz die Erfahrung, um andere Träume vielleicht wahrzumachen. Alles hat immer was Positives für sich. Deswegen in diesem Sinne, sieh immer das Positive in allem und in jedem. Du hast immer etwas daraus gelernt. Deswegen in diesem Sinne, stay blessed. Peace.